Servus, da sind wir wieder. Hilfe! Hilfe! Wobei? Die Irren sind wieder da. Ach so. Ja, es tut mir leid. Da kann dir jetzt auch keiner bei helfen. Du gehörst dazu. So. Während ich nach Steinen suche, könnte ich Bäume fällen. Gibt es hier keine kurze Holzleiter? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ich hätte ihn natürlich gerne da drauf gehabt, ne? Aber nun gut. Ach, da bist du. Ja. Nee, nicht du. Ich höre die ganze Zeit einen Gräuling. Ja. Und auf einmal kriege ich Schaden. Holz. Liegt da, glaube ich. Boah, jede Menge, ne? Mhm. Meine Fähigkeit, Holz zu hacken, hat sich verbessert. Wir sollten möglichst schnell gucken, dass wir hier die hier Betten und all so einen Scheiß hinkriegen. Ja. Damit wir nicht immer nach unten rennen müssen. Und vor allem, dass wir die Werkbank reinkriegen. Ja, ich wollte jetzt eine zweite hier reinbauen. Auch gut. Dürfte ja da jetzt nichts passieren. So, also Werkbank ist drin. Okay. Kann man sie auch benutzen? Kannst du warten? Werkstation benötigt ein Dach. Also sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Da ist ein Dach drauf. Ist ja so die Frage, ob das hier als Dach gewertet wird. Error. Du machst das schon. Ich hol mehr Holz. Scheint ja eine Idee zu haben. Was heißt eine Idee? Ist halt. Oh, eine Nixe hier oben? Warum kommen denn die Nixen jetzt hier hoch? Weil dunkel und nass. Nee. Ich habe gelesen, wir müssen irgendwann auch einen Graben ausheben. Ein Graben? Ja, gegen die Oger oder wie auch immer die Viecher heißen. Halt der blaue Otto, den wir schon mal gesehen haben. Ah, den? Ja. Hans-Franz Langhaar. Genau. Au. Au. Ich habe einen Baum auf den Kopf gekriegt. Zweimal. Tut weh. Den gleichen. Ja, da tut richtig weh. Ja, da schreie ich nicht nur vor Schmerz, sondern auch vor Doofheit. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ja, genug.
Didam-didam. Da ist wieder ein Holzstapel. Nee, renn nicht weg hier. Komm her. So. Den haben wir schon mal wieder. Und da geht's. Bist du gerade näher am Mikro dran? Kann sein, ja, aber dann unbewusst. Oh, kein Problem. Warum? Es klang gerade anders. Ja, dann. Das passt mir nicht. Es wird schon wieder dunkel. Wir sollten gleich wieder schlafen gehen. Ja, bitte. Ich habe eine Wippe gebaut. Schon wieder? Ja. Doch schon gehört, Kollege. So. So, wie komme ich jetzt auch hoch? Ja. Es ist fucking duster. Ja, du machst da gerade ein Dach. Bringt das was? Oh, Tatsache, das Dach da oben hat was gebracht. Das entspricht aber auch keiner Norm hier, was du da hingebastelt hast. Ja, irgendwie ist das noch ein bisschen ja, also tricky. Die Treppen sind halt, ne? Die Treppen sind erstmal irrelevant. Die jucken mich nicht. Ja. Ich will erstmal das Dach hier fertig haben. Aus dem ganz einfachen Grund. Das Holz wird ja instabil, wenn es nass wird. Ich glaube, so schlimm ist es bei den Spielern doch noch nicht. Doch. Echt? Ja. Leider ja. Okay. Kann ich dir da irgendwie helfen? Aber geht ja schnell. Ich muss ja nur gucken, dass ich gleich von außen mal irgendwie dran komme. Da ist da auf der Ecke dann die ganzen Holzbalken gesetzt kriege.
Schön dunkel hier. Springen verbessert. Sehr schön. So. Also ich setze noch eine Fackel hin, damit wir ein bisschen Licht haben, ne? Ja, sehr schön. So. Oh, der Mond ist helle. Dann müsste ich ja da quasi das geht. Das heißt, wenn ich schon da und da oh, dann können wir den da drauf packen. Ist die Frage, ob der hält, ne? Wenn ich dann da. Ich glaube, da muss der Pfosten aufsetzen, ne? Dann muss ich da Pfosten hochsetzen. So. Södele, das hätten wir schon mal. Auf jeden Fall haben wir da schon mal ein Dach. Jo, jetzt muss das nur hochziehen. So. Sieht doch schon mal gut aus. Boah, da, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wo bist du hin? Ich bin an der Werkbank hier unten. Ah. Die kann man nicht nutzen, ne? Doch, sicher. Ich habe gerade repariert. Man muss dann den Hammer aus der... Ah, ich muss den Hammer rauslegen, ja dann. Ja. Ja, ja, wieso sagt mir das Spiel das denn nicht? Wieso sagt das Spiel mir das denn nicht? Weil dich das nicht so an der Hand nimmt. So. Soll ich hier an die Werkbank mal zwei Betten setzen? Kannst du machen. Könnte man auf jeden Fall schlafen, ne? Ja gut, die wären jetzt so, wie ich sie setzen würde. Warte mal, wenn ich da eins, wenn ich die da hinsetze. Eins. Oh, das geht sogar. Guck mal, ich mache uns ein Doppelbett. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Muss ich jetzt mit dir zusammen schlafen? Absolut. Nein, Mama! So. Rette mich!
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das reicht. Fehlende Voraussetzung, kein Holz. Warte mal, kriege ich das hin? Was mir nur arge Probleme macht, oder wo ich Kopfschmerzen vorhab, ist das Dach. Warum? Weil ich nicht weiß, ob der da irgendwann zusammenbricht. Ja, du musst musst das Dach auch in der Mitte stützen. Oder? Ja, ja, ist mir bewusst. Ja? Ist mir bewusst. So, du fängst an zu frieren. Was ist, wenn ich jetzt... Bett benötigt ein Dach. Ah, okay. Ja, ich glaube, weil oben nicht zu ist. Soll ich das mal zumachen? Ich weiß nicht, ob der dann hält. Das ist nämlich das Problem, was ich im Moment habe. Deswegen wollte ich die Zwischendecke eben fertig haben. Aber das werden wir... Also wenn, dann kriegst du ja dein Holz wenigstens wieder. Ja, ja, das schon. Mhm. So, also er zeigt sie auf jeden Fall grün an. Tag 16. Bett hat nicht genug Schutz. Okay. So. Irgendwo müssen wir auch eine Tür haben, ne? Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin jetzt einfach mal so frei, hier vorne einen Platz dafür einzuplanen. Wenn ich jetzt... Holzpfahl, 4 Meter. 2 Kernholz brauchen wir dafür. Okay. Boah. Ah, das ist ein Kamenzband. Holy. Ja. Betten jetzt genug Schutz? Jo. Okay, das funktioniert hier schon mal. So. Ich doch, wenn ich heute jetzt da drauf gehe. Oh Mann, 3 Etagen? Nee, hier kommt nur das Dach drauf. Achso, okay. Aber wir können den Dachboden ausbauen. Können wir ja. Komm nicht drauf. Ah, sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich auf den Pfosten springen. Fehlende Voraussetzung, kein Holz mehr. Okay.
Boah, ernsthaft jetzt. Dann müssen wir das anders machen. Wo kommst du denn gerade nicht dran? Oder wo hast du ein Problem? Ich wollte auf die Holzpfosten da oben. Muss noch ein halber drauf. Okay. Aber ich brauch auch Holz. Also von daher ist das jetzt. Okay. Egal. Gehen wir mal Holz sammeln, ne? Hier ist doch Holz. Ja, was kaufst du, wie lange die drei Dinger halten? Ich gehe Holz hacken. Das wird eine Mammutaufgabe. Aufgabe? Mammutaufgabe. Ich grabe mit dem Keuling hier dran. Wir müssen ja immer dazwischen funken. Mhm. Okay. Wir reißen auch mal wieder Wälder ab. Das ist doch schön. Oh, drüber. Ja. Meinst du Uhr? Ja. Oh. Läuft. Wo kam der denn jetzt her? Weiß ich nicht. Von oben. Ja. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann.